Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zum Landwirtschaftssimulator 17 hier auf dem Drei-Sternen-Hof. Und wir werden heute wieder weiter loslegen mit dem Fortschritt E281. Und zwar werden wir jetzt nochmal Silage machen. Beim letzten Mal hat es ja nicht geklappt. Aber man muss das Spiel dann schließen und dann wieder öffnen. Und dann läuft's. Komisch, aber ist so. Wir werden jetzt versuchen, so viel wie möglich. Das wird heute mal ein bisschen monoton. Weil hier kann man keinen Helfer reinmachen. Aber wir werden das schon irgendwie schaffen. Oh. Los, Attacke. Silage hier ran transportieren. Und dann werden wir das nächste Mal Körnermais machen. Ach so, warte mal, warte mal. Hier müssen wir jetzt wohl auch weiter loslegen. Und düngen müssen wir hier auch noch. Oh, was werden wir hier reinpflanzen? Ach, können wir mal Sonnenblumen machen. Wieder ausmachen und dann. Und weiter geht die Geschichte. Gras ist auch bald zu Ende. Das ist nicht so toll, weil da müssen wir wieder ordentlich Gras ran transportieren. Also. Man hat wirklich Arbeit ohne Ende hier, ne? Machen wir mal ganz kurz hier drinnen. So doll sieht er ja nicht aus. Der, eigentlich sieht es ja so aus, als wenn er ja alles rüberfeuern würde, ne? Ja, die zwei Halme, die können wir da stehen lassen. Hier oben ist immer noch das Lenkrad. Habe ich ja schon mal in der vorherigen Folge gezeigt. Oh, rückwärts, komm, 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 komm. Drück, 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 drück. Na gut, will er nicht. Da ist er ja gleich fertig. Oh, fast fertig. Nur wenn er nochmal piept, dann ist er gleich fertig. Also in der Folge werden wir bestimmt zwei oder dreimal hier das Ding richtig voll machen. Oh, falscher Knopf. Ach. Ach, Mann. Hier. Hä? Jetzt lösen? Wieso will der denn nicht abmachen? Ach so, ich muss bestimmt auf dem Fahrzeug sein. Jetzt lösen? Nee. Und jetzt lösen. Na ja, endlich.
lass mal kurz die Einblendung. Mit den anderen Treckern will ich ja auch noch mal... Oh, falsch. Will ja noch die Anhänger hinterbringen. Für den Körnermais, den wir da machen. Aber richtig Körnermais, das machen wir in der nächsten Folge. Jetzt werden wir erstmal die Sachen hier erledigen. Schade, dass er nicht alleine fährt. Schade, schade, schade. Aber es werden wahrscheinlich auch Mods manchmal sein, die schon vom Vorgänger sind. Vom LS17. Nee, LS15 meine ich. Oder LS13. Ich glaube, das geht gar nicht so mit Abladen. So, wieder zusammen und dann zurückfahren. Hoi, 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 hoi. Oh, danke für dein Abo. Wer auch immer das ist. Ja, hier werde ich Ewigkeiten sitzen, um das hier fertig zu kriegen. Und dann geht's wieder los. Ah, oh, Mann. Müsste ich vielleicht noch einen größeren Anhänger hier ran machen, weil zwei will er ja nicht nehmen, dass er dann darüber rotzt. Das macht er leider nicht. Gut, zwei werden wir heute schaffen und dann ist es gut. Wenn ich jetzt also schaue, ich habe noch eine ganze Menge zu tun. Wir wollen ja wenigstens eben mal Milch wegbringen. Kartoffeln wollen wir noch machen. Kraftfutter. Ich denke, da werden wir bestimmt dann bis zur nächste Woche noch auf jeden Fall noch zu tun haben. So, mal gucken. Dann haben wir es bald geschafft. Dann haben wir alles im Groben mal so durchgespielt. Man will ja auch nicht zehnmal das gleiche sehen. Wird ja dann irgendwann auch langweilig. Wenn ich hier 1000 Mal mit dem Fahrzeug hier grober oder mehr oder sonstige Sachen fabriziere. Aber guck mal, wie schnell das geht. Ach, den Halm wieder vergessen. Schon über 70% voll. Ja, man merkt schon, wenn du hier den Berg hochfährst, dass der Häcksler seine liebe Mühe und Not hat. So 80% geschafft. Der Häcksel ohne Verlust. Gleich haben wir 100%. 100%, gut.
bisschen schneller hier rüber zu denen hier. Und dennoch eh mal, und dann soll es reichen. Da wird der andere Dröscher auf. Nicht Dröscher, sondern. Hier die Saatmaschine da drüben auf das Feld. Das Feld 9 wird ja dann wahrscheinlich auch fertig sein. Oder ist es. Nee, 10 müsste es sein. Verdichten müssen wir auch noch hier. Natürlich nicht zu vergessen. So. Nächstes Mal müssen wir andere Seite lang fahren. So, na gut. Und wenn das Feld dann da drüben irgendwann mal fertig ist, dann müssen wir mal gucken, ob wir die Plane rüberlegen können. Weil ich hatte mal probiert und irgendwie wollte er die Plane nicht rannehmen. Oder rüberpacken. Vielleicht muss es zu einer gewissen Prozentzahl gefüllt sein. Ich kann euch das gar nicht mehr so richtig sagen. Oh, so, 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 so. Komm, komm, komm. Was ist denn da los? Da hat sie ja sonst nicht so affig. Aber ich lenke immer falsch. Weil ich immer auf die hinteren Reifen gucke. Ach, jetzt habt ihr nicht so. Dachte, ich bin jetzt clever und werde das jetzt so hinpacken, aber anscheinend war es nicht so clever. Wieder ein paar Leute stehen lassen hier. Vor allem ein paar Leute. Ich meine bestimmt meist. Aber mit dem Hexer bin ich auch schon ganz kurz gefahren. Dass wir das Ding abgewürgt haben. Als kleine Peoples. Ich denke mal, ein Großteil der Leute wird gar nicht mehr so viel den LS17 spielen. Weil es ja dann irgendwann auch langweilig wird, ne? Die werden dann jetzt größtenteils warten auf den LS19. Wieder mit voller Tatendrang ranzugehen. Ich werde auf jeden Fall mir das Ding angucken. Und hoffe, dass es eine schöne Karte ist, die man dazu kriegt. Und wenn das der Fall ist, da werden wir ordentlich losmarschieren. Und dann auch so 30 Folgen machen. Dann wird wahrscheinlich wieder eine Runde Pause sein. Und nach der Pause kommen ja dann noch die ersten richtigen Mods mit einer anderen Karte. Und dann gibt es auch mal wieder Nostalgie, wenn es dann schon die ein oder andere Maschine gibt. Weil wenn nichts dabei ist, dann hat ja hier auch über ein Jahr gedauert, bis hier die eine oder andere DDR-Maschine hier am Start ist. Ja, das läuft da.
Doch ich denke mal, in der nächsten Folge könnten wir durchaus fertig werden, ne? Vielleicht noch anderthalb bis zwei Hänger. Jetzt aber anders lang rein. Die Dinger werden wir mal umfahren. Nicht, dass der Oberbauer das sieht, dass wir hier die Hälfte vergessen haben, ne? Ach, verdammt, nicht getroffen. Ruckizucki hat man wieder ein bisschen Content für den LS gezeigt, ne? Also. Kann sogar sein, dass es dann doch noch länger geht. Ich weiß es nicht, ne? Wenn ich gerade spiele, dann habe ich immer mal Bock dazu. Und wenn ich dann sage, oh nee, jetzt musst du wieder damit anfangen, da habe ich immer keine Lust. Da oben ist das Lenkrad. So, oh, wo bin ich denn? Machen wir mal ein bisschen langsamer hier. Komme ich ja gar nicht klar. Mal einblenden, um mal zu sehen. Wir haben 80%. Oh, wie der... Ich will nicht wissen, wie viel Liter der gerade so frisst. Okay, dann nochmal zurück. Da stellen wir ihn wieder ordentlich hin. Mal schauen hier. Füllstand. Ach, Silo zudecken. Ah, gut. Das ist schön. Man muss das quasi dann verdichten und dann... Okay. Alles klar. Ich denke mal, Körner mal jetzt muss ich hier diese Anhänger nehmen. Dann fahren wir mal den roten hier eine Runde. Toll hingestellt, Maximus. Wirklich toll hingestellt. Aber der kommt nicht so richtig aus dem Knick, ne? Der Trecker hier. Ah, cruisen wir mal eine Runde. Gleich kommt der Kuckuck wieder. Meine Kühe, denen geht's gut. Und der andere Trecker, ja, ja, der wird wahrscheinlich schon fertig sein. Jetzt gleich kommt der Kuckuck. Fährst dann halt immer hier in die Nähe und dann kommt gleich der... Kuckuck Hans, Junge.
Also nächstes Mal müssen wir wirklich mit Körnermais loslegen hier. Und die Silage werden wir bestimmt schon irgendwann gut hinbekommen. So, ja. Dann würde ich sagen, dass wir hier an dieser Stelle einfach mal Feierabend machen. Und die beiden, die können auch ein bisschen miteinander kuscheln. Und dann sage ich, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.